Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, das war herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis, nachdem wir jetzt die zwei gemeinen Phantome platt gemacht haben und ja leider nicht da reinkommen, würde ich sagen, gehen wir mal zur Datenzentrale. Alex Tresor, da haben wir irgendwas anderes, ja. Moment mal. Moment mal, Moment mal. Sind jetzt gerade von hier gekommen. Hier waren wir noch nie, oder? To operate, use terminal. Ja, hier waren wir noch nie. Arboretum Luftschleuse entriegelt. Sehr gut. Damit haben wir jetzt wahrscheinlich wieder eine Abkürzung aufgemacht, würde ich mal behaupten. Was gibt's? Wie geht's voran? Ich krieg das verdammte Ding nicht auf. Wo ist Danielle? Antwortet nicht. Was ist los? Das Schloss hat eine Stimmsicherung. Danielle muss das Schlüsselwort sagen, wenn wir da rein wollen. Was? Hordin Buffles Schatzkarte. Schatzkarte. Schatzkarte für Hordin Buffles Flag Desterus. Okay. B2. Reichen. Einzelne Satzfragmente? Vom Transcribe? Ja, mit den richtigen Wörtern. Oder wenn wir genug haben, um eine Liste aus Konsonanten und Vokalen zu erstellen und Muster laufen lassen. Ich gehe sie suchen. Oder ihr Transcribe. Ich sehe erst in ihrem Zimmer nach. Alles klar, Ivy, aber machen Sie keine Dummheiten. Ivy? Mist. Verdammt, Danielle, wo bist du? Dann wollen wir mal in die Quartiere gehen, wo wir jetzt endlich... Es ist unwahrscheinlich, dass Chief Shaw noch lebt. Ich rate Ihnen, Zachary Wests Strategie zu verfolgen und Stimmproben zusammenzusetzen. Auf Ihrem Transcribe befindet sich die nötige Software. So haben Sie meine Stimme erstellt. Danielles Quartier dürfte ein guter Startpunkt sein. Endlich kommen wir rein. Ich nenne ja auch mehrere Nebenquests zu sein. Dann lösen wir das erstmal, bevor wir uns aufmachen zur Datenzentrale. Wie oft wir da schon davor, also davor nicht direkt standen, aber wie oft wir da schon die Wahl hatten, machen wir weiter das Hauptquest, Datenzentrale, oder machen wir jetzt mal einen Nebenquest. Wir machen gerade die ganze Zeit immer irgendwelche Nebenquests, die aber irgendwie zur Hauptstory halt gehören. Also es ist irgendwie merkwürdig, dass das Nebenquests sind und keine Pflichtquests, weil sie erklären ja das Ganze drumherum. Ich glaube, wenn man einfach nur die Hauptquests macht, dann erfährt man echt wenig so ums Drumherum, was die Raumstation angeht. In den Besatzungsquartieren genießen die Transstar-Mitarbeiter zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter einen Fitnessbereich, ein Kino und die Lounge Gelbe Tulpe. Mitarbeitern steht... Fuck, zu spät angefangen zu lesen. Mitarbeitern steht uneingeschränkt alkoholischer... Mitarbeitern steht uneingeschränkt alkoholischer Zugang... Mitarbeitern... Ach, ist egal. Oh, da sind wohl welche fremd kontrolliert oder was? Müssen wir da wieder irgendjemanden umbringen? Du, ich sehe dich. Noch eine Puppe. Du suchst nach mir. Mit schwarzen Eiern hinter den Augen. Komm mit. Furchtresistenz verkürzt die Dauer. Ach, was? Ja. Noch mehr. So, wir müssen jetzt irgendwie wieder... Wir speichern mal. Wir müssen irgendwie wieder den Kontrollator umbringen, bevor wir die Menschen da platt machen, auszusehen. Dumme Puppen. Was? Sie auch? Sie wollen in die Küche kommen? Gut, kommen Sie. So, das sind doch mal gute Absperrungen, die man öffnen kann. Man findet echt wenig Medikits, also ich zumindest heile mich meistens über Nahrung. Beantrage neuen Operator.
Transfer, Hirn, 499 Medizin. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschlüpfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Danke. Halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So gut wie neu. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Schafft er das hier raus, oder? Also ich räume die Kisten jetzt nicht weg für ihn, aber ich fand es mal interessant, aber sieht nicht so aus. Oh. So, dann geh ich erstmal hier. Warum gehorchst du? Kannst du nicht gegen die Bestienstimme ankämpfen? Geh ich erstmal hier hoch, bevor ich da unten weitermache, weil kann natürlich sein, dass hier oben auch noch solche rumlaufen, solche Menschen. Was? Ist er tot? Der war doch nicht tot, oder? Hä? Hätte ich schwören können, dass der. Ich sehe auch keine Leiche von dem Typ. Egal. Nehmen wir das mal hier rein. Waffen-Upgrade! Nice! Munitionskapazität. Die Munition dürfen wir nicht mehr haben. Ja, wir haben nicht mal mehr 10 Schuss. Wir haben nur noch 9. Ah, ist natürlich geil. Der Schrumpf findet direkt 10 Schuss. Vorräte für morgen. Mike, wenn Sie das Kühlsystem in den Suiten der Geschäftsleitung reparieren, können Sie morgen dann diese Vorräte mitbringen. Der Code zum Gravelift hat sich übrigens geändert. Ist nun 7908. Danke für den Code. Okay. Hatten auf jeden Fall eine Pistole zu viel und eine Schrotflinte und das war's. Waffen, wir müssen echt mehr Waffen finden, weil die das gute Zeug geben, was wir brauchen. Okay, das war's hier oben schon, also zumindest bei der Tür. Bisschen häufiger speichern einfach, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich dann doch wieder sterbe. Gerade in Überraschungskämpfen ist man dann doch recht anfällig. Wenn da mal ein, zwei Phantoms erscheinen. Ah, da ist einer. Es ist auch, glaube ich, der, gegen den wir vorhin schon gekämpft haben. Was ist denn das jetzt, ne? Ja, das war der. Fuck, wir brauchen neue Munition, mal ganz ohne Scheiß. Wir haben auch, na okay, 43 Schuss haben wir noch mit der Pistole, das ist jetzt auch nicht so viel. Gesicherte Medikamente, okay. Warum hat denn das Phantom das, fällt mir gerade so ein. Irgendwo noch ein Mimik? Ne. Brauchen wir den auch nicht reparieren, würde ich sagen. Oder? Ach, ich fühle mich einfach gut, wenn wir die reparieren würden. Zweifelmaterial nicht eindeutig identifizierbar. Kalibrierung angefordert. So. Gut. Da versteckt sich also Mimik, wissen wir jetzt. Die machen wir gleich platt. Dann werde ich auch den Schrauben. Ach, wir machen es direkt mit Schraubenschlüssel. Fuck, oder halt auch nicht. So. Hat echt viel Energie gekostet, aber Hauptsache wir haben Munition gespart. Ah.
Und es sollte ja kein Mimik mehr drin sein, von daher scheißegal. So, jetzt erstmal in Ruhe die ganzen schönen, guten Sachen mitnehmen. Goodies. Goodies quasi. So, früher habe ich den Begriff Goodies öfters verwendet in meinen Spielen, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht so sehr mag. Ich glaube bei Dark Souls auch. Lagerschrank, gelbe Tulpe. Okay, jetzt finden wir aber viele Zugangskarten, das ist schön. Duckbier, damit kann ich mich besser ducken. Was? Da war noch eins. Oder da war noch einer, ein Mimik, ach keine Ahnung. Schön, wie dieses scheiß Gerüst gebaut haben, dass die falsche Richtung schaut. Ist hier echt so dunkel? Ja. Oh, wer ist das? Zwei hübsche Frauen, hallo. Brandy Pester, schöner Name. Wer immer das hier findet, die Fluchtkapseln haben nicht funktioniert und wir glauben, dass es Absicht war. Diese schwarzen Schemen sind überall und alle, die wir kennen, sind tot. Oder Schlimmeres. Wir werden nicht zulassen, dass es uns genauso geht. An unsere Familien, wir lieben euch. Brandy Pester und Jenny Garbentzoff. Oh, ich glaube, die haben sich selbst umgebracht mit jeweils der Pistole da. Also sie hat dann wahrscheinlich sie erst erschossen und sich dann sich selbst. Und sie haben anscheinend vorher sich besoffen. Mut angetrunken, bevor sie das gemacht haben. Warum haben sie nicht versucht, hier durchzuhalten? Die waren noch eingeschlossen, also da hätte ich mich noch nicht umgebracht. Die scheinen ja auch noch ein bisschen was an Trinken etc. übrig gehabt zu haben. Und Bier. Und selbstgebrannter Granatapfelschnapf. Und Green Beetle Gin. Also hier ist ja, also ist ja echt nur Alkohol, wie es aussieht. Achso, Licht mal wieder. Okay, tja, tut mir echt leid um euch beiden, aber naja. Haben sie dann ja mehr oder weniger selbst sich zuzuschreiben. Alter, da liegt noch was. Kira Whitman. Wir müssen dann, glaube ich, direkt nochmal zum Recycling. Wir haben ja heute einige Waffen gefunden. Hier noch irgendwo Früchte dran? Nee. Da haben wir noch eine Leiche. Hallo, geh hier durch. Da noch irgendwo ein Phantom, hat gerade geredet. Wartungsschleuse. Der neue Horizont 3. Ich besuchte die Familie Grace. Brandy war aufgrund ihrer Paraplexie verstorben und das Konnektom ihrer Fähigkeiten als Eisläuferin liegt immer noch ungenutzt in Transtars Datenbank. Ihre Eltern wollten sich nicht dazu äußern, da die Interviews mit Brandy ihrer Meinung nach zu mehr Schaden als zu Gutem geführt hatten. Statt das Bewusstsein über diese Krankheit zu steigern, hatten sie eher die Kluft zum Ausdruck gebracht. Brandy war eine der ersten gewesen, die ihr neues Handicap bemerkt hatte. Aber falls Neuromods die Zukunft sind, was geschieht dann mit denjenigen, die sie nicht nutzen oder sie sich nicht leisten können? Keine Ahnung. Fragte den Falschen. Ich glaube, das war's. Energieversorgung. Gelbe Tulpe. Aha, schön, dass es wieder Licht geht. Was ist das? Ist denn da irgendwas drin? Nee. Bitte nein. Ich will das nicht tun. Ich will nicht. Aber jetzt haben wir hier. Haben wir hier drin? Nee. Kaffee, irgendwas. Warum kann man keine Zigarettenschummel mitnehmen, aber die angerauchten Zigarren schon? Sitzungswiedergabe. Audioaufnahmen von Events in der gelben Tulpe wiedergeben. Alex Trinkspruch. Willkommen allerseits. Wir haben etwas Erstaunliches erreicht. Vor 12 Stunden haben wir die Marke von 8000 Neuromods überschritten. 8000 Neuromods.
mit Fähigkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität. Und der Glückwunsch gilt Ihnen. Sie haben all dies ermöglicht. Und ein Glückwunsch auch an meinen lieben Bruder Morgan, der zur Erde aufgebrochen ist, um den Trendstar-Vorstand beim Marketing zu unterstützen. Lassen Sie uns anstoßen. Auf Trendstar, auf die Neuromod und die Zukunft. Aber was wäre Erfolg, wenn man ihn nicht teilen kann? Ich darf Ihnen einige unserer Mitarbeiter vorstellen, von denen gestern noch keiner musikalisches Talent besaß. Bis auf Chief Sho, die wunderbar singen kann. Sky, Danielle, wann immer Sie bereit sind. Das hört man wohl nicht, das Gesinge, oder was? Oh, fuck. Ich will doch einfach bloß die Pistole wieder auf 2. Okay. Irgendwas. So. Nicht den Boden. Aha. Scan abgeschlossen. Was ist denn das? Das ist kein normaler. Größerer Mimik. Eine Vorab-Untersuchung zeigte, dass Exemplar 14 größer ist als die anderen Mimik-Exemplare, die vom Kletka-Vorfall eingesammelt wurden. Allerdings sind seine erweiterten Mimikry-Fähigkeiten weitaus bemerkenswerter. Exemplar 14 hat mehrfach gezeigt, dass er in der Lage ist, deutlich größere und komplexere Objekte nachzubilden und dass damit seine Fähigkeit weit über die aller anderen Exemplare hinausgeht. Und damit nicht genug. Viele dieser Nachbildungen scheinen voll funktionsfähig zu sein. Morgens Notizen. Verbindung mit dem Teil von Telepathen sollte nicht zu nah rangehen, löst eine starke kinetische Explosion aus, die Psi-Fähigkeiten lahmlegt und sie am Ende tötet. Taser-Pistole könnte sie lange genug ausschalten, um vorbeizuschleichen, kann sie vielleicht irgendwie aus Typhon-Kontrolle befreien. Fakt, was ist er denn jetzt geworden? Man kann es vor allem immer nicht sehen, was er ist. Halt doch mal ruhig, Mann. Geil, noch 20 Schuss. Fuck, wir brauchen ganz schnell neue Munition. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Leichen, oder? Jetzt können wir nochmal zerlegen gehen, aber ich hoffe mal, dass hier auch irgendwo in der Nähe sowas zum Herstellen ist und nicht nur zum Recyceln. Aber gehen wir erstmal nochmal recyceln, weil es gerade nicht weit weg ist.
Ja, die haben wir auch doppelt. So. Hier machst du mal hier oben weiter. Ins Theater. Transgressions. Theater. Marty Montines, Brandon Ricard, Will Richards. Oh fuck. Zioniden, ist das nicht geil? Na gut, ich würde sagen, bevor wir die Typen jetzt platt machen, bevor wir uns dann dieses Getümmel stürzen, speichern wir erst nochmal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben. Und bin euch loben, euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.